So. Da rappelt's in der Kiste. Schönen guten, was auch immer. Ha, hab ich doch gesagt. Wir fangen an und es wird Nacht. Ist doch wirklich immer so. So, aber da ich euch jetzt... Hui. Ja, doch, kein Creeper. Da ich euch ja jetzt schon lange gequält habe mit dem Abbauen eines Berges, denke ich mal, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen was anderes. Wir gehen mal wieder zu unserem Feld. Weil da sollte ja auch noch ein Bauernhof entstehen. Und da drüben das Territorium müssen wir dann nochmal anbinden. Also müssen wir dann weiterbauen für unsere Baumfarm, die noch entstehen muss. Siehst du, jetzt habe ich auch gar nichts bei, was ich brauchen könnte hierfür. Aber auch egal. Na, wie geht's euch denn? Geht's euch gut? Ja, euch geht's gut. Ja. Na, wie sieht's hier aus? Fast erfolgreich. Ein paar Melonen haben wir schon. Aber hier sieht's sehr gut aus. Das ist doch perfekt. So wollten wir das doch. Deswegen haben wir auch die Teichrosenblätter gesammelt. Wie ich inzwischen gelernt habe, ist das hier sehr ineffizient, aber sieht hübsch aus. Hui. Haben wir jetzt ein Teichrosenblatt mit abgehauen. Ja, haben wir. Naja, setzen wir es wieder hin. Wir kennen da ja gar nicht. Dass wir auch so fragil sind. Hätte ich ja nicht für möglich gehalten. So, aber das Getreide brauchen wir ja aus zweierlei Gründen. Nö. Wer aufgepasst hat, hat zum einen aufgepasst. Das ist schon mal sehr gut. Und das, was er nicht aufgepasst hat, versteht er eigentlich auch so. Ne? Wir sind da ja alle nicht so. So. Ui, da ist schon wieder vorbei mit dem... Ne? Falsche Taste. Mit dem Weizen. So, neu angebaut. Ach ja, oh, und die nächste Melone ist fertig. Ist schön hier. Ja, auch dieser Berg müsste eigentlich noch weichen, aber ich habe ja gesagt, wir machen jetzt erstmal keine Berge mehr. Hat sich erstmal genug gebergt für die nächsten Folgen. Machen wir mal ein bisschen was anderes wieder. Wir könnten zum Beispiel hier unsere Freunde, die Kühe, wieder mal dazu bringen, etwas weiter voranzukommen. Liebe! Ganz viel Liebe! Ganz viel Liebe! Ja! Liebe! Ganz viel Liebe bei uns! Ja, das ist gut! Ja, ich glaube, jetzt haben wir sie alle einmal mit Liebe. Ach, die eine liebeskranke Kuh gibt es noch, aber es gibt leider nichts mehr. Also langsam wird es hier voll. Wir müssen es irgendwann auch trennen. Das wird nochmal ein Unterfangen. Na, jetzt mögen sie mich nicht mehr. So, also auf jeden Fall haben wir hier jede Menge kleine Schweinchen, kleine Kühe. Lecker. Also ich würde sagen, die Nahrungsmittelproduktion läuft auf Hochtouren. Wie meine Wenigkeit auch. Mit 200 APM geht es voran. Durch die Welt. So, aber um das wirklich hier, da gibt es noch was ich schon habe. Das brauche ich jetzt nicht. Wie machen wir denn jetzt hier weiter? Es fehlt ja hier noch so eine Art... Das gewittert. So eine Art
Bauernhaus fehlt hier schon noch, finde ich. Also irgendwas müssen wir uns hier noch hinstellen. Und es wäre auch toll, wenn das hier direkt ankommen würde. Aber zum Glück haben wir ja keine Schaufel mehr. Sind ja in der letzten Folge alle drauf gegangen. Tja, ich habe es fast vergessen zu erwähnen. Wir hören... Was hören wir denn? Wir hören das Album Tarsr von... Oh ja, jetzt machst du bestimmt falsch. Werkstatt, glaube ich. Guck ich mal kurz nach. Ich kann ja mal spionieren gehen. Nee, kann ich nicht. Das wird natürlich nicht angezeigt. Doch, Werkstatt heißt der Knabe. Oder die Knabin. So. Tarsr von Werkstatt. Das Ganze auch wieder unter Creative Commons veröffentlicht. So dass es uns eine Freude ist, es hier einfach mal hören zu können. Auch wieder gefunden auf jamendo.com. Und, ui, jetzt habe ich die Katze darunter geschubst. Na, komm mit. Kitty, kitty, kitty. Komm mit. Na, kommst du? Ja, setz dich mal vors Bett. Das ist auch ganz gut. Genau, weil das nicht mehr geht, wollten wir uns ja in der letzten Folge bereits Kisten noch generieren. Also bauen wir gleich mal ein paar mehr, die können wir dann da in die Bretterkiste werfen, dann passt das auch. Also kriegen wir 8 Kisten hier raus, das ist gut. 2 können wir gleich mal verwenden. So, ja, das passt erstmal so. Kann man auch rüberlaufen. Ja, ja, ist okay. Genau, weil die Dirt-Kiste oben ist ja jetzt schon voll. Spätestens jetzt. Können wir die zweite auch noch mal füllen. Dann machen wir hier gleich mal weiter. Oh. Ja, das ist natürlich nicht so schön, dass hier jetzt Dirt ist. Ah, hier ist besser. Genauso soll das nämlich aussehen. Zweite Kiste. Ja, das Auge craftet halt doch mit, ne? Ich bräuchte eigentlich hier vielleicht noch. Oh, da können wir erstmal die reinwerfen. Ein bisschen Clearstone generieren. So, aber hier soll es ja auch weitergehen. Ergo. Machen wir das hier auch mal so. Oh, da habe ich Cobblestone drunter. Ach, das war unser Experiment hier. Ich erinnere mich dunkel. Das heißt, wir können nicht alle Kisten gleich fertigstellen. Ist auch nicht so schlimm. So, erstmal rein. Wieder raus. Ja, da können wir erst rein, wenn wir hier irgendwie, na, 4 sollten erstmal reichen für das Experiment hier. Genau. Zack. Tja, haben wir keine Kiste mehr. Irgendwas ist ja immer. So, die 3 Steine sollten aber reichen, um das hier ein bisschen natürlich gewachsen aus dem Fels wirken zu lassen. Das heißt, wir brauchen noch 4 Kisten. Kisten sind 32 Bretter. Ah, dafür sollte es auch einen Knopf geben. Das wäre toll. Naja, aber dann hätte man ja fast hier gar nichts mehr zu tun. Das ist ja denn. Kennt ihr eigentlich dieses tolle YouTube-Video? Quake 1, wenn es veröffentlicht worden wäre, und zwar heute. Das ist toll. Wer es noch nicht gesehen habt, guckt es euch mal an. Originaltitel ist eher sowas wie How would Quake 1 look like if it would be released today oder so. Irgendwie so ein tief schürfender Titel. Ja, das ist doch ganz hübsch hier. Ja, und da drüber können wir ja noch eine drüber hängen oder so. Oder hier hinter...
Oben drüber Glas oder. Ach, geht das überhaupt, wenn man jetzt hier so einen halben Stein drüber macht? Gucken, haben wir doch hier noch. Siehst du, brauche ich auch für draußen, kann ich gleich mitnehmen. Hier das so mache. Wie sieht es denn dann noch aus? Das ist ja dann. Ja. Ja, das geht. Okay. Na, mit der Ho. Ja. Genau, mit der Ho macht er das. Da brauche ich aber Stone Slabs aus Clearstone. Damit das funktioniert. Und noch eine Kiste brauche ich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Seht ihr, dafür brauchen wir unsere Baumfarm. Ja. Ich hätte ja auch gleich hier mal. Ah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So. Ja, ich hätte ja auch gleich mal mehr mitnehmen können. Genau. Vor allem hätte ich das machen können. Das ist doch sowieso viel geschickter. So. Ja. Apropos geschickt, ne? Wir üben uns noch in präzisem Setzen von Steinen und Hüpfen. So, dann können wir hier drüber nämlich erstmal kurz. Wobei, können wir auch die jetzt nehmen. So, erstmal so machen. Genau, weil dann können wir so machen. Und wenn wir so gemacht haben, müssen wir leider einmal außen rum latschen. Um dann genau so zu machen. Sieht jetzt nicht ganz so präzise aus, wie es vorher, aber von oben kann man schön laufen und von unten haben wir da noch eine schöne Kiste, die wir auch aufmachen können. Sieht es grafisch mäßig. Ja, öffnet sich auch gut in dem Spalt, das ist super. Mann, das ist hübsch. Gefällt mir. I like. So. Na, sie wird doch hier langsam. Wird doch hier langsam. Auch der ästhetische Gedanke soll bei uns nicht zu kurz kommen. Eigentlich hätte ich ja andere Kabel. Also nicht Cobblestone Slabs, aber naja. Man kann halt nicht alles haben. Draußen ist schon wieder dunkel. Ja, natürlich. Dass mir gleich ein Creeper auf den Kopf fällt. Ist ja. Ah, ich höre einen Enderman. Hui. Oder ist es nur die Musik? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ja, irgendwie so eine Anzeige, wie lange ich schon aufgenommen habe, wäre echt mal vom Vorteil. Ich sollte mir einfach eine Stoppuhr starten. Das könnte Fraps auch mal ruhig mit anzeigen. Bestimmt geht das. Wer es weiß, teile es mir mit. Ich weiß es ja anscheinend nicht. So. Haben wir ja hier unsere Krempelkiste. Da können wir mal den ganzen Krempel wieder reinwerfen. Was essen sollten wir auch. Estersteine können erstmal. Hui. Na, das ist auch toll. Sogar das geht. Naja. Gut. Das sollte eigentlich nicht gehen, meiner Meinung nach, aber was soll's. Meinung nach ist ja mal anders, als man denkt. Dann noch ein kleiner Mitternachtssnack. Melone geht immer. Ich möchte jetzt allerdings nicht aussehen, mir nicht ausmalen, wie die Verdauung dieses Chars aussieht. Also wirklich feste Nahrung nehmen wir ja relativ wenig zu uns. Meistens gibt es nur eine Melone auf dem Weg. Woher diese Kiste kommt, ist mir auch ein Rätsel. Naja, gut. Freischwebender. Naja. Muss. Dass hier schon wieder die Tasten hängen, ey. Doch kein Enderman gewesen. Nur einfach hängende blöde Tasten. So, und da müssen wir jetzt noch hoch. Warum müssen wir da hoch? Wir müssen diesen Baum.